Carbon gilt als der Werkstoff der Zukunft. Er besteht aus Kohlenstoff. In Meitingen steht die modernste und führende Pilotanlage der Welt. Dort wird der Stoff verarbeitet. Wir haben in Deutschland ja im Moment eine glückliche Situation, dass die Welt der Carbon-Applikationen, insbesondere für den automobilen Sektor, sich in Süddeutschland fokussiert. Wir sind ja da mit BMW gemeinsam in einem Joint Venture vorangegangen. Und das heißt, dass wir eine Carbonfaserentwicklung weiter vorantreiben müssen. Eine Carbonfaserentwicklung ohne Pilotanlage ist an der Produktionsanlage nicht machbar. Sein Einsatz ist vielfältig, zum Beispiel bei Hochleistungsbremsen. Sie kommen in der Formel 1 oder beim Radsport zum Einsatz. Auch Ski, Golfschläger oder Fahrzeugteile wie dieser Seitenflügel des Audi R8 sind aus Carbon. Schon heute wird Carbon in der Luftfahrt, dem Automobilbau und bei effizienten Windkraftanlagen verwendet. Das soll auch in Zukunft so sein, denn Carbon ist die Zukunft, allerdings auch in begrenzten Volumina. Das heißt, man muss heutzutage überlegen, aus Konstruktionsgründen und Verfügbarkeitsgründen, wo Carbonfasern eingesetzt werden. Man sollte nicht davon träumen, alles aus Carbon zu machen, sondern nur dort Carbonfaser einzusetzen, wo sie tatsächlich notwendig sind. Der Zutritt zum Produktionswerk ist jedoch streng limitiert. Filmen verboten, selbst bei einer Einweihung wie heute. Gerechtfertigt? Nach Ansicht von SGL könnte Carbon für Augsburg zur Erfolgsstory werden. Ich habe im MAN-Museum vor etwa 3 Jahren einen Vortrag gehalten zum Thema Carbon, der Faden der Zukunft. Und die Textilstadt Augsburg hat die Chance, dass sie in eine Revival-Phase reinkommt. Carbon ist leichter als alle vergleichbaren Werkstoffe. Weder Glasfaser noch Alu und erst recht nicht Stahl können mithalten. Aber ein Wundermittel ist auch Carbon nicht, denn es ist teurer als Konkurrenzprodukte. 2 bis 3 Mal mehr als Alu und 30 bis 40 Mal mehr als Stahl kostet es. Und sein Vorkommen ist begrenzt.